Ja, es gibt nach gefühlten 100.000 Wochen endlich mal wieder ein neues Video von mir. Und das ist ein Follow Me Around My Weekend oder Follow My Weekend. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber ich denke, ihr habt es entweder schon unten gelesen oder ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich erkläre euch jetzt nur noch mal kurz, warum keine Videos mehr kamen. Und ja, also es liegt daran, ich bin ein bisschen schlechter geworden in der Schule. Und das ist halt nicht so cool, wenn man schlechter wird in der Schule. Und deshalb soll ich mich jetzt mehr auf die Schule konzentrieren. Es ist aber nicht so, dass ich gar kein YouTube machen darf, was supi ist. Also ich darf schon noch YouTube machen, aber nicht so extrem. Also ich muss jetzt mehr für die Schule lernen und bla bla bla. Auf jeden Fall kann ich euch dann nicht versprechen, dass wirklich jede Woche ein Video kommt, aber ich werde mich bemühen, aber falls dann mal wieder eine Arbeit oder so ansteht, wenn ich dann lernen muss oder falls ich zufällige Hausaufgaben habe, genau, falls ich zu viele Hausaufgaben habe, dann werde ich die erst machen, bevor ich dann ein Video mache und ich hoffe, dass ihr das einfach verstehen könnt und ja, jetzt fangen wir auch mal an mit dem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß! Ich zeige euch jetzt als allererstes mal einen kleinen Rundblick von meinem Zimmer, was natürlich mal wieder sehr ordentlich ist. Ja gut, nicht ganz. Man merkt vielleicht ein ganz bisschen, dass ich so ein bisschen unordentlich bin, aber auch wirklich nur ganz leicht und so. Nee, also eher das Gegenteil. Naja, also ich musste auf jeden Fall aufräumen und das habe ich auch gemacht. Und nebenbei höre ich immer sehr gerne Musik von Spotify. Die Radioleute quaken nicht und ja, das mag ich halt ganz gerne. So, dann bin ich auch schon ins Badezimmer gegangen und habe mir mein Gesicht mit so einem Peeling-Pad gewaschen. Das mag ich eigentlich ziemlich gerne. Und ja, dann habe ich noch das Waschgel von Rivalde Loop benutzt und dann habe ich mir einfach mein Gesicht gewaschen. Dann habe ich noch das Waschgel von Rivalde Loop benutzt und dann habe ich mir einfach mein Gesicht gewaschen. So, also ich werde jetzt meine Rolle für Deutsch stellen, weil Deutsch macht mir so ein Theaterstück und das machen wir komplett selber und dann muss ich meine Rolle jetzt lernen. Und ja. So, dann habe ich jetzt einen Taschenrechner und eine Weihnachtskeksdose, in der ich meine Kassenbons immer aufbewahre. Und ja, ich rechne das dann immer so zwischendurch zusammen. Und gucke dann am Ende des Jahres, was ich ausgegeben habe. Und es war mal wieder Zeit, die Dose zu entleeren. Und dann habe ich ein bisschen ausgerechnet und gerechnet und gerechnet mit dem Taschenrechner. Und ja, ich gucke mir halt einfach immer den Kassenbon an, gucke, wie viel da drauf steht, was ich ausgegeben habe, tippe es ein, tippe so weit, wie es der Taschenrechner mir es ermöglicht. Und dann gucke ich, was ich am Ende raus habe und dann kommen die auch schon in den Müll. So, dann bin ich unten in die Küche gegangen und habe mir so etwas gemacht, was ich mir öfter mache. Nur leider hatte ich keine Erdbeeren und daher habe ich das Ganze ohne Erdbeeren gemacht. Also ich habe mir einfach Schokolade warm gemacht, Kekse klein gemacht und ein bisschen Joghurt genommen. Und ja, das schmeckt eigentlich total lecker, aber mit Erdbeeren ist es noch viel leckerer und das habe ich dann gegessen. Dann habe ich mir noch mehr Schokolade warm gemacht. Und am Ende habe ich dann auch noch ein bisschen Öl reingemacht, aber das hat die Kamera nicht aufgenommen. Und ja, ich habe mir jetzt so weit fertig gemacht, dass ich eine Maske auftragen kann. Und es ist, wer erfährt's, wer kann's erraten, eine Schokomaske. Richtig! Ja, ich habe einfach eine Schokomaske aufgetragen. Es war sehr, sehr lustig.
und zieht wirklich etwas an, das auch wirklich dreckig werden kann, weil wenn nicht, dann könnte es eventuell sein, dass ihr euch etwas mit Schokolade zusaugt. Ja, irgendwann gab es dann auch schon Abendessen und ich habe einfach einen Toast mit Nutella gegessen und ja, es hat lecker geschmeckt, ja. Dann habe ich einfach noch ein normales Toast gegessen, weil ich es eigentlich schon fertig hatte. Aber ich hatte keine Lust mehr auf Nutella und deshalb habe ich es einfach ohne gemacht. Und dann habe ich noch so ein paar Verrenkungen mit meinem Toast gemacht. Ich meine, wer macht das beim Abendessen nicht, ne? Ja, also. Naja. Ja, jetzt ist auch schon wieder ein neuer Morgen und ja, ich bin damit angefangen, mir meine Haare zu kämmen. So gegen Mittag hatte ich dann ein Fußballspiel und ja, dann haben wir Fußball gespielt und ja. Gegen Abend haben mein Bruder und ich dann noch so ein unser genanntes Flaschenspiel gespielt und ja, am Abend haben wir dann Bibi und Tina geguckt und es gab Pizza, wie man unschwer erkennen kann. Am nächsten Morgen habe ich dann ein Bad genommen und ja, als ich dann wieder rausgekommen bin, habe ich mir meine Haare geföhnt und alles Mögliche gemacht, was man halt so macht, wenn man ja geduscht hat oder gebadet hat. Und ja. Dann habe ich ein bisschen geschnitten. Also ich bin angefangen und ja, ich bin gerade immer noch dabei. Hahaha, wer hätte es gedacht? So, dann sind wir zu dem Haus meiner Urgroßeltern gefahren und ich mache da öfter mal Feuer und ja, ich koche dann sozusagen aus alten Sachen, verfaulten Äpfeln und ja, fragt nicht nach, sondern es ist einfach so. So, also das war's jetzt auch schon mit meinem Video und wie ihr seht, ich bin gerade noch am Schneiden und ich hoffe, dass ich das schaffe, dass das morgen auch online kommt. Ich habe gerade einige Probleme mit diesem scheiß Audio. Ich sitze nur so, nehme es auf, es klappt nicht. Dann nehme ich es auf, dann will ich noch was wegschneiden, dann ist das Audio weg und dann habe ich für den Anfang des Videos irgendwie 10.000 Versuche gebraucht. Oder ich saß eine halbe Stunde dran, dass ich das endlich mal fertig habe und naja, ist halt auch egal. Naja, also das war es auf jeden Fall mit meinem Video und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ja, über ein Abo würde ich mich auch ganz, ganz doll freuen. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch und zwar habe ich ja jetzt die 100 Abonnenten und ich habe eine kleine, naja, Überraschung für euch oder ich habe ein Video vor und dafür brauche ich ganz, ganz viele Fragen von euch, die ihr an mich habt. Okay, jetzt ist es, es wird jetzt natürlich sehr schwer sein für euch, das herauszufinden, was das für ein Video sein wird, aber also, nein, auf jeden Fall schreibt mir bitte ganz, ganz viele Fragen unten in die Kommentare, da würde ich mich ganz, ganz, ganz doll drüber freuen, weil bis jetzt habe ich erst 2 Fragen. Ich meine, ich habe zwar nur auf Instagram gestellt, aber trotzdem würde ich mich sehr, sehr, sehr über ganz, ganz viele Fragen freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!